Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Projekt. Ein Projekt, worauf ich mich monatelang gefreut habe und ich kann wirklich sagen, gefreut habe. Es ist The Walking Dead, die zweite Season. Season 2 ist heute rausgekommen um 7 Uhr und jetzt haben wir es 10 nach 7, also fast Viertel 8 schon. Ich werde es zocken. Walking Dead ist eines meiner absoluten Lieblingsprojekte im letzten Jahr gewesen. Wer vielleicht mit mir geschaut hat, wird wissen, wie sehr ich geheult habe. Ich habe am Ende bei... Ich meine, das ganze Ding enthält Spoiler. Seid euch im Klaren, dass wenn ihr jetzt da schaut, dass ihr viel gespoilert vom ersten Teil bekommt. Ich habe im letzten Teil von Walking Dead, wer sich daran erinnern kann, achten geht Spoiler, wenn dann wegschalten, da ist Lee gestorben und ich habe wahnsinnig geheult. Ich war wirklich super sad und ich war echt dann fertig. Ich hatte eine Woche danach, ein paar Tage danach, habe ich dran nachgedacht und dachte mir, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Das Spiel hat mich so mitgenommen, wie kein Spiel es je geschafft hat. Und Leute, jetzt geht's los hier auf zu reden. Wir knüpfen direkt an den anderen Parts an und jetzt, Leute, ja, are you ready? Prepare your nipples und holt euch Taschentücher, Leute. Jetzt geht's los. Starting Episode 1. Okay, let's do this. Oder ich bin wirklich aufgeregt. Ich bin echt... Season 2 of The Walking Dead builds off Season 1 choices and consequences. The game will now automatically search your system for a Season 1 save file with completed episodes. Also alles aus der Season 1 kommt jetzt. A Season 1 save file was found. You will now need to choose a save slot from Season 1 to continue your story. Choices will be randomly generated for unfinished. Okay, passt. Wir haben ja alles durchgezockt. Okay, das da. Okay, Leute. Are you ready? On The Walking Dead. What's your name? I'm Clementine. You've been all by yourself through this? I know who you are, and I know you're a killer. This is not how the world works now. Lee, are those bad people dead? I hope you know what you're doing with her. I got it! Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay, you can come. But you have to promise to stay quiet. Clementine? Clementine! No. No. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Lee, I saw my parents. I know. You could leave me. It's okay. You can come with me. No, honey. I can't. It's okay. Telltale Games presents. Also ich bin wirklich aufgeregt. Ich freue mich so darauf, es spielen zu können. Mehr als auf den DayZ Release. Wir spielen jetzt Clementine. Oh Gott, Leute, das wird mein Projekt. Sie ist ja letztendlich hier gegangen. Sie musste ja Episode 1 All That Remains. Sie hat ja den Lee verschont, weil wir es so entschlossen haben und sind weggegangen. Und haben ihn verschont. Wer ist das? Omid, you can't be serious. Ah, das ist Omid und Krista. We are not doing that. Das ist Omid und Krista vom ersten Teil, Leute. Wir haben sie gefunden. Oh, sie hat sich ihnen angeschlossen. Come on, Krista. What's wrong with Omid? We're not calling our baby Omid. Oh, die haben ein Baby bekommen. Clementine, a little help here. Oh, nice. Omid is a good name. You two should decide. No. What if it's a girl? Was ist, wenn es ein Mädchen ist? Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista. That's just confusing. So name her Genevieve. I don't Genevieve? Care. Nennt sie Frau Meier. Oh Gott, Leute, ich bin wirklich happy, you're das spielen zu können. Seriously. I take everything seriously. Especially little Omid's future.
Orbit ist doch ein Kackname. Nenne mich Michael. Remember that time in Barstow? Vegas weekend? Why don't you, get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Er muss aufs Klo. Oh, sie geht aufs... Übrigens, es gibt es nur dabei auf Englisch. Also es gibt es noch nicht auf Deutsch. Hello? Am Klo ist er wer? Hallo? Oh, warte mal. Oh, wir können steuern, Leute. Zum ersten Mal steuere ich Clementine. Ich bin echt fucking nervös. Oh, da hat wer einen zu fetten Krapfen geschissen. Gross. Ja, das ist nicht gut. Okay. Das ist die Waffe, die was sie bei Lee am Ende hatte, glaube ich. Was ist da drin? Hallo? Hier ist jemand, der braucht sich Toilettenpapier. Oh, das ist ein Bärchen. Das ist ein Bärchen. Aber der hat keine Ohren mehr. Ist es nicht von ihr, der Bär? Oder auch nicht? Aber ein lieber Bärchen ist. Wir spielen jetzt übrigens Clementine, wie bemerkt. Wir spielen jetzt Clementine und haben ihre Entscheidungen zu treffen. Das sieht noch gut aus. Aber wieso? Das war doch okay, oder? Achso, okay. Sie hat nur geschaut, ob wer da ist. Ich glaube, es ist safe, um sich zu cleanen. Also sie sie wäscht sich die Hände. Okay, I got it. Du bist hübsch, Clementine. Oh, das ist einer meiner absoluten Favorite Characters. Er ist ein bisschen dreckig. Kein Problem. Nimm mal das. Bottle of Water. Achso, das ist eine Flasche Wasser. Warum habe ich nicht das Wasser? Okay, das geht vielleicht gar nicht, weil die Wasserpumpen werden in einer Apokalypse nicht mehr funktionieren. Jetzt ist sie wieder sauber. Ja. Oh nein! Oh nein, das ist Wasser. Wasser ist doch super. Das wissen wir, dass Wasser sehr hilfreich in der Apokalypse ist. Was ist da? Achso, der geht wahrscheinlich gar nicht, oder? Please have water. Ja, dann mach. Das Leben ist kein Wunschkonzert, Das Leben ist kein Wunschkonzert. Ich glaube, der war da drin, oder? Ich glaube, die ist darüber gerollt. Oder was in die Mitte? Ah, da ist sie. Okay. Nehmen wir die Flasche wieder auf. Können Pipi reinmachen. Ah, ist noch was drin. Oh, shit, da ist wer. Also wahrscheinlich eine Obi und Christa oder so, oder? Wer ist die? Wer ist das? Who the fuck is that? Oh, shit. Wer ist das? Das sind ja meine Sachen und meine Waffen und alles. Wer ist das? Oh, scheiße, der Klodeckel rutscht. Das hat sie doch gehört, oder? Oh, damn it. Ich bin Mädchen. What the fuck? Gib die Waffe runter. You're not fooling me. That's my gun. That's my gun. It's mine now. Give it back. Why should I? Weil ich ein kleines Mädchen bin. Was ist mit ihr? Ich bin ein kleines Mädchen. Ich meine, als Rudy könnte ich hier irgendwas tun. Ich könnte in die Wade beißen. Das ist es aber. You got anything on you? Ich hab Töpfchen und... Come on, let's see. I ain't gonna ask. What's your name? My name? Why do you care? I was just wondering. Stupid. I'm serious. What else you got? Ich hab nix mehr. Don't lie to me. I'll pop you. Ich bin ein Mädchen, du würdest kein Mädchen erschießen. What you got. I'm not screwing around. Come on. I don't have anything. Give me that hat. No. Das ist meine Kappe, die ich von Lee bekomme. I asked you a question. My dad, also das war vom Vater. Just give it to me. Nein. Nein. Ich will nicht. Junk. Look at all this junk. Gott, was ist das? Shit and more shit. Ja, bitte. You ain't got nothing good. Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. Töte sie bitte. That was a good catch. You ain't got nothing good.
You're just a little fish. You gonna cry, little fish? This your daddy? Oh, that's... What a bozo. Okay, Leute, das war's mit dem ersten Part von The Walking Dead. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich einen wunderschönen Tag. Ich werde versuchen, dass ich dieses Spiel vielleicht jeden Tag einen Part davon rausbringe. Der heutige ist etwas kurz geworden, weil es schon verdammt spät ist und das Ganze sonst nicht mehr rechtzeitig online kommt. Und ich wollte, dass es sich mit heute noch ausgeht. Ansonsten, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid genauso gespannt wie ich, wie es weitergeht. Ansonsten, Leute, Taschentücher kaufen, wenn ihr noch immer keine habt. Und wir sehen sich dann morgen. Morgen kommt ein weiterer Part, ich verspreche es euch. Also, Leute, wir sehen sich. 3! 1, ciao! I feel like taking a nap. Vorher, du willst nicht pennen? Komm mal rauf. Mal rauf. Okay, das geht noch nicht auf. Vielleicht erst später. Ist ja, wie gesagt, noch die Early Access Alpha. Oh, da steht ja wer. Hallo, I'm ready for the fight, bitch! Oh, Feuer! Mann gegen Mann! My clothes are trapped with blood. Oh nein, sie blutet! Ich habe aber nichts! Ich habe keine Bandagen, nichts! Ich habe einen Sack! Den kann ich mir über den Kopf ziehen! Scheiße, Mann, ich blute! Oh nein, Frau Meier! No, no, no! Ach komm, jetzt ganz ehrlich, so leicht blutig und so wenig Sachen finde ich hier. Was ist das für ein Scheiß? Ich habe keine. Ich habe. Leute, ich habe noch. Ich